Moin, willkommen zurück bei Wildsing und einem Live-Bericht für euch. Ja, gute Vorsätze und so, mehr Live-Berichte machen. Ich dachte, wir können einfach mal so ein bisschen quatschen, wie wir das hier sonst auch immer machen, über ein Konzert, auf dem ich war. Und werde jetzt nicht groß irgendwelche Bilder um mich werfen, denn ich habe nur ein paar Handybilder gemacht, die werde ich vielleicht einfließen lassen, wenn die gut geworden sind. Drauf geschissen. Am Ende erzähle ich ja doch immer wieder was und wir tauschen hier Erfahrungen aus. Und zwar war ich hierbei. Bei Abbas war ich nämlich. Abbas war auf Tour, ne, der Ex-Immortal, ja, Mastermind will man schon was sagen, was ein bisschen skurril ist im Kontext. Abbas war auf Tour zusammen mit Toxic Holocaust und Hellripper. Ein sehr geiles Paket. Ich habe die in Dortmund gesehen und im Junkyard. Und wie gesagt, ne, das ist hier das Ticket von meiner Begleitung. Das ist noch gut erhalten. Meins sieht weniger gut aus, deswegen habe ich das genommen. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das Junkyard kennt. In Dortmund ist ein geiler Club, der hat so einen leichten Borderlands-Flair. Also die leben das Junkyard-Thema. Und eine recht große Halle, muss man tatsächlich sagen. Ich habe da schon ein paar Konzerte gesehen. Und ja, jetzt waren Hellripper, Toxic Holocaust und Abbas zu Gast. Wir kamen etwas spät an, weil der Verkehr die Hölle war. Aber tatsächlich ja, haben wir Hellripper dann bis auf den ersten Song fast komplett sehen können. Und ist so eine Band, die auch viele, ja, 2023 auch mir empfohlen haben tatsächlich, woraufhin ich mir auch tatsächlich das letzte, das aktuelle, das 2023er Album geholt habe. Und ich habe die vorher schon ein bisschen auf diesem Album gehört, aber tatsächlich dann auch zum ersten Mal live gesehen. Wurden mir für letztes Jahr mehrfach empfohlen, weil die Leute halt wissen, auf was ich so stehe. Und das ist ja so ein bisschen, ja, auch in dieser angeblackmetalte, aber halt auch in diese punkige oder Speedmetal, Black Thrash, Rock'n'Roll Schiene geht. Und es hat mich voll abgeholt. Ist ja das Solo-Projekt von so einem Engländer, der hat auch die meisten Ansagen gemacht, sehr klischeebehaftet, aber noch ein junger Typ, wild auch noch dabei, cool. Die hatten das Drumset vor dem Abbas-Drumset aufgebaut, war dadurch ein bisschen seitlich auf der Bühne, kam aber tatsächlich ganz cool, sehr authentisch. Wir standen relativ weit hinten, muss man dazu leider sagen, weil wir ein bisschen später kamen. Und hat mich voll abgeholt. Vom Sound her brachial. Vor allem sein Gesang kam sehr markant raus und das hatte dann in der Summe vom Sound her so eine Mischung aus, ja, Midnight, aber so ein bisschen Abigail, das chaotische und krachige vorne raus von Abigail, den Japaner, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, und noch ein bisschen Niflheim, oldschooliger, aber gut produziert. So, und das gab dann Hellripper, immer ein paar rock'n'rollige, punkige Songs, der hat auch so ein paar geile Ansagen gemacht. Das war ganz witzig, so, ja, und jetzt will ich hier sowas von Circle Pit sehen. Aber die Leute haben drauf gehört und Horns ab und bla. Und auch ein paar witzige Momente, wo der dann irgendwie ausgesetzt hat und dann let's go und dann bam, 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 bam. Und richtig, richtig geile Sachen. Also hat wirklich für einen Opener, du hast gemerkt, das ist auch ein Geheimtipp gewesen, ist so ein bisschen die Band der letzten Jahre gefühlt. Ich habe jetzt ein paar Leute auch, die ich kenne, die mir empfohlen haben, boah, Alter, da haben wir Hellripper gesehen, die haben so da voll die Bude abgerissen und so weiter. Deswegen wusste ich da, ja, da kommt was auf mich zu, auf das ich gut finden werde. Und es hat sich auch tatsächlich so erfüllt. Die Leute können mich ganz gut einschätzen und Hellripper haben mich da abgeholt. Ich merke, also bei Hellripper habe ich richtig gemerkt, das ist eine Band, die wird in den nächsten Jahren noch weiter groß kommen. Die haben jetzt ein wichtiges Album 2023 scheinbar gebracht. Ich glaube auch das dritte oder so. Und ja, die wurden da einfach mit Kusshand genommen. Es war rappelvoll zum Opener. Hat man so auch nicht ganz so häufig. Und nee, da ist tatsächlich, ja, da ist tatsächlich echt alles gerade gegangen. Haben auch 40 Minuten gespielt oder so. Wie gesagt, Songs kann ich jetzt noch nicht so. Der hat ein paar Ankündigungen gemacht, was Altes, was Rock'n'Rolliges und jetzt kommt mal ein schneller Song, während alles schnell war, war sehr witzig. Und ja, und dann hat er auch ein paar Songs vom neuen Album angekündigt. Die habe ich dann einigermaßen wiedererkannt, aber ich bin mit den Titeln noch nicht so firm, insofern kann ich euch da jetzt nicht sagen, was genau gespielt worden ist. Wenn ihr das wissen wollt, müsst ihr zu Setlist FM gehen. Haben aber als Opener wirklich gut funktioniert. Zweite Band dann tatsächlich, Toxic Holocaust. Toxic Holocaust kenne ich schon eine Weile. Joel Grind und Band. Ich habe Joel Grind erst tatsächlich kaum erkannt. Ich habe den immer mit weißen Haaren abgespeichert. War halt damals schon scheinbar nur eine Phase. Ich habe die letzten Alben ja hier rezensiert. Was mein großes Album bei denen war An Overdose of Death um 2008. Das ja ein sehr rock'n'rolliges Album war. Und das hat mich voll abgeholt damals. Ist so bei uns so ein WG-Album gewesen. Und ja, der hat eine geile Mischung gespielt und die waren halt super authentisch. Thrashiger als Hellripper, ist klar. Aber du hast gemerkt, wie viele Leute Bock auf Toxic Holocaust haben. Mann, war es da voll. Wir sind dann hinten sicherheitshalber hinten geblieben. Weil ich dachte, da geht vorne sicher die Post ab. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ich stehe nicht so gerne da mitten drin. Und
auch deswegen nur von hinten gesehen, hat einen wilden Mix aus Songs gespielt, aber wie Toxic Holocaust auch sind, ich meine, authentisch, ne? Das ist irgendwie so Metal-Kultur in Reinform. Ne? Eine Gitarre, ein Bass, während Hellripper ja in doppelter Gitarrenbesetzung unterwegs waren. Und ey, auch irgendwie, der ist ja so sympathisch dabei, authentisch, sympathisch, auch so ein bisschen goofy, möchte man fast sagen. Was uns etwas, was bei Abbas natürlich auch noch stark rauskommt. Aber tatsächlich gab es einen Moment, da haben die irgendwie sich beim Song völlig verhaspelt. Den haben die dann tatsächlich, also die haben sich verhauen, die haben dann aufgehört, haben so eine gute Minute vom Song gespielt und dann haut der eine Ansage raus, Mann, sorry, irgendwie noch, hat sich entschuldigt und irgendwie ist zu viel Bass drauf und ja, als nächstes Song kommt, dann haben die einen anderen weitergespielt und beendet mit We Suck. Und das war halt, das Gelächter war groß, du nimmst denen das auch nicht böse, weil bei Toxic Holocaust ist es so, dass du denkst, ja gut, haben sich halt verzockt, aber das sind halt Rock'n'Roller so, ne, da ist jetzt nicht, wir reden ja nicht von symphonischem Nightwish-Gehabe, sondern das geht halt nur auf Omme. Und ja, das war dann schon irgendwie witzig. Kurzlebig, die Songs gehen natürlich auch kurz, war bei Hellripper auch schon so. Die haben auch irgendwie 40, 45 Minuten gekriegt. Und gerade hinten raus wurde es dann tatsächlich auch echt cool, weil die dann wirklich An Overdose of Death mehrere Songs von gespielt haben. Und ich habe es kaum für möglich gehalten. Die haben auch meinen großen Favoriten, Lord of the Wasteland, Trucks, als allerletzten Song gespielt, voll abgeholt. Und den haben sie auch irgendwie vom Tempo her ein bisschen komisch gespielt, fand ich, oder vielleicht auch ein bisschen verhaspelt, die haben irgendwas gedoppelt. Hier und da dachte ich, die haben Hänger, aber der hat halt durchgerockt, der Song hat richtig durchgerockt. Vorher haben die halt Nuclear Cross noch gespielt und Wild Dogs, ich glaube, das ist beides vom Overdose of Death, Nuclear Cross auf jeden Fall. Und hinten raus haben die mich dann voll abgeholt, da kannte ich dann halt auch tatsächlich ein paar Songs. Aber ich bin nicht so mega Film, auch bei denen, ja, war aber dann einfach super geil. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Angst, dass viele Leute für die Kombi Hellripper Toxic Holocaust unterwegs waren und dass bei Abbas echt weniger los ist, weil das Paket war ziemlich geil. Ich finde das gut, ein gutes Paket. Und ja, dass das dann fast ein bisschen traurig für Abbas werden könnte, weil der Preis dann auch, dazu kommen wir am Schluss noch beim Fazit sozusagen, auch einfach super war, muss man sagen. Und dann kam Abbas, ist voll geblieben. Schon mal Haken dran. Der hat vor allem Abbas Solo-Songs gespielt. Ich hatte zwei Hoffnungen dabei, weil ich zwischenzeitlich gesehen habe, dass ja auch tatsächlich vorher bei ein paar Shows, der hat ein paar der Cover oder nicht Abbas Solo-Songs, die er so zwischengelegt hat, hat er auch mal Ei gespielt. Und das ist eins der Projekte, das mich am meisten bewegt hat in den letzten 20 Jahren. Und tatsächlich hat er auf ein paar Tour-Dates hat er wohl Ei gespielt und ich saß da, hoffentlich spielt er Ei. Hat er nicht gemacht. Hat er leider nicht gemacht. Stattdessen gab es aber, wenn ich mich recht entsinne, drei Immortal-Songs. Es sei denn, der letzte war auch noch einer, den ich nicht ganz erkannt habe, so Blizzard Beast-Zeugs, wo ich nicht ganz so hinterher bin. Aber von einer meiner Favoriten-Albums, Sons of Northern Darkness, haben sie gespielt, In My Kingdom Cold. Mein erster Lieblingssong von Immortal, Tyrants, super, super geil. Und als letztes haben sie natürlich noch gespielt, One by One, natürlich. So kurz vor knapp, kurz vor Ende haben sie One by One gespielt. So, und das waren super krasse Highlights. Das Schöne ist, Abbas mit zwei Gitarren unterwegs, er hat eine zweite Gitarre haben die am Start. Der hat ja so eine junge Band, auch relativ frisch jung, also die wirken wirklich sehr jung, um sich geschart, mit so angedeuteten Corpse Paint. Du merkst auch von der Präsenz auf der Bühne, es geht um Abbas, da standen wir auch weiter vorne. Und er mit seiner Rüstung und dem klaren Corpse-Paint, auch voll weiß und voll schwarz, macht da vorne natürlich immer ein bisschen den Clown. Er ist ja ein bisschen der Black-Metal-Clown. Ich finde, er war gut drauf, er hat das auch gut verkörpert und man nimmt ihn auch nicht so ganz ernst. Ich meine, der ist ja auch nur inzwischen nicht mehr der Jüngste und der hat einfach Spaß. Das hat man einfach gesehen, er hatte richtig Bock. Der Einstand war aber ein bisschen schwierig. Der hat halt mit vielen Abba-Solo-Songs gestartet und so. Aber es war tatsächlich am Anfang vom Sound her ein bisschen schwierig, weil du ihn kaum gehört hast. So die ersten zweieinhalb Songs vielleicht, war der Gesang einfach zu leise. Er musste sich irgendwie auch eingrooven. Das Mikrofon war auch nicht auf so eine große Reichweite ausgestellt. Aber ja, es waren halt vor allem die Solo-Songs. Und da bin ich ja immer so ein bisschen, ich habe ja die Alben und wir haben auch das Band-Duell Immortal ohne Abbas versus Abbas Solo hier gehabt. Und ich war ja immer auf Seiten von Immortal, was das angeht, weil die Abbas-Sachen mir zu chaotisch sind. Der Sound ist auch da chaotisch, aber ich finde tatsächlich, also dieses Wild vorne raus, aber ich finde tatsächlich, das hat live eine ganz andere Stimmung gemacht. Ich finde, live hat halt wirklich
hat das mehr Spaß gemacht, hat es besser funktioniert. Dadurch, dass das durch auch die Show, durchs Licht inszeniert wurde, durch die jungen Bandmitglieder, die auch echt Energie und Bock hatten, die hatten richtig Bock. Und Abbas hatte auch Bock, kriegt das noch eine andere Wildheit, eine jugendliche Wildheit, die auf der Platte weniger gut rüberkommt. Und ich fand tatsächlich, dass das live sehr, sehr gut rübergekommen ist und hat die Songs tatsächlich so aufgewertet, dass ich dachte, nee, ich gehe die Setlist nochmal Punkt für Punkt durch, für mich persönlich, und höre mir gerade auch nochmal die ABBA-Songs an, weil da waren ein paar, auch gerade die etwas langsameren, das hatten wir auch in den vergangenen Reviews hier, die etwas langsameren funktionieren da tatsächlich auch einfach besser. Die haben halt auch diesen Sons of Northern Darkness, Immortal Spirit, aber auch tatsächlich diese wilden Songs kommen live da einfach besser. Das hat einfach gut funktioniert. Und klar, der hat auch eine eigene Art, Gitarre zu spielen, immer am so und so. Aber alles in allem, hast du gesehen, der hat Spaß. Das Publikum hat es auch gut aufgenommen. Klar, für mich waren die Immortal Songs das Highlight, brauchen wir gar nichts. Und das hätte es abgeschossen, hätte tatsächlich einen Eye-Song gespielt. Aber ich finde, die Mischung hat da einfach gut gepasst, denn die ABBA-Songs haben solo einfach auch gut funktioniert, das muss man einfach mal so sagen. Es ging dann tatsächlich auch um ABBAs, der hatte vorne einen Spaß. Es ist halt auch, wie gesagt, am Anfang hast du ihn kaum verstanden, auch seine Ansagen. Und das war so, okay, ja klar, was hat er zum Teufel gesagt, aber es gehört irgendwie zu seiner Rolle. Kann man jetzt immer so und so sehen, weil ich glaube auch, dass dieses Clowns-Gehabe ihn ja auch ein bisschen K.O. gemacht hat. Aber jetzt bei dem säkulären Auftritt hat es einfach gut funktioniert. Der war jetzt so eine Stunde, 10 Stunden, 15 unterwegs. Fand ich auch von der Länge dann okay. Für mehr Mortal oder Eye-Songs hätte er auch mehr machen können. Aber was das aber Solo angeht, hat es mir persönlich gereicht. Aber ich finde, wie gesagt, die Solo-Songs haben da einfach besser funktioniert. Und die Inszenierung mit Licht hat auch gut funktioniert. Anders als vielleicht zum Beispiel bei Hellripper Toxic Holocaust kam nur so viel so Gegenlicht. Du hast dann die Silhouetten, kann man machen. Aber das sah manchmal auch ein bisschen cheap aus. Ich fand tatsächlich bei Abbas ist es so, dass da einfach insgesamt natürlich, ne, die kriegen immer, die ganz große ist der Headliner, die kriegen einfach immer ein bisschen mehr mit viel Nebel. War der lustig. Und was man dann auch tatsächlich gemerkt hat, hinten raus, der hat sich noch vorne bei Einzelnen im Publikum bedankt, die in erster Reihe stand, hat mit denen Shake Hands gemacht und persönlich noch Plektren überreicht und hat dann noch irgendwie vorne rechts standen, war auch irgendwie der Zugang zum Dingens, da waren Leute mit VIP, keine Ahnung, und hat noch einen da persönlich begrüßt und ist dann nochmal vorne durch und hat Shake Hands gemacht. Der hatte richtig Bock und dann ist er nochmal auf der Bühne und hat sich noch verbeugt und alle gejubelt und wollten noch einen Song hören und so, hat er da nicht gemacht. Aber du merkst es tatsächlich, der hat richtig Bock, der brennt für die Sache. Und dann, das finde ich, ich fand, das hat man bei Abbas so krass gesehen. Wenn da vorne jemand ist mit Spielfreude, und das zählte zu Abbas und auch seiner dazu ja jungen Band, die der da hatte, und die hatten Bock, mit Abbas da zu stehen, der hat auch mit denen interagiert, auch der stand dann vor denen und hat dann irgendwie, haben die sich die Gitarre so hin und her melodiemäßig gespielt, war cool. Der hat mit denen interagiert, der hat mit dem Publikum interagiert, während Terrence hat er auch sein Hey gemacht, das hat er früher mit Immortal schon gemacht, hat halt auch irgendwie, der hat Bock gehabt. Und ich finde, wenn da jemand mit Spielfreude oben steht, du merkst es im Publikum automatisch, dass die auch das einfach besser aufnehmen. Das ist eine Synergie, die dann angeht. Wenn da jemand einfach nur, und da habe ich zum Beispiel letztes Jahr Wasp gesehen, seine Profi-Scheiße runterdübelt, ne, und dann teilweise noch Playback und solche Geschichten, und da einfach nur, ja, komm jetzt bla, und da nicht einfach diese Spielfreude hast, das merkst du. Da ist eine kalte Distanz zwischen, dass da jemand einfach seinen Job macht. Und diesen Eindruck hatte ich dann nicht. Und deswegen fand ich, hat das Paket auch so gut gepasst. Ich fand das Paket sowieso ganz gut, weil es nicht vollkommen alles aus demselben Dingens, Schrei Black Metal. Nein, es war Hellripper, die so ein bisschen, wie gesagt, Midnight, Abigail, Speed Black Metal machen, Toxic Holocaust, die deutlich thrashiger sind, aber auch mit einem Black Metal Touch. Und dann Abbas, der deutlich mehr aus der Black Metal Ecke kommt, aber auch vor allem die modernen Songs ja auch durchaus was Knüppelmäßiges haben oder halt auch was Wildes. Deswegen hat das irgendwie gut gepasst. Und da muss man tatsächlich sagen, die haben alle ihre Zeiten eingehalten. Das Junkyard war nahezu ausverkauft oder war sogar ausverkauft. Ich glaube, am Tag hieß es, es gibt irgendwie noch 2 Handvoll Karten an der Abendkasse. Ich denke, die sind auch über die Bühne gegangen. War auf jeden Fall drückend voll. Und dann muss man auch sagen, für den Preis. Und das ist halt, finde ich dann auch, die Karten haben irgendwie 30 Euro gekostet. Für eine Legende, Toxic Holocaust, die sieht man auch nicht immer, die auch eigentlich so auf dem Legendenstatus sich bewegen, und Hellripper Upcoming, totaler Geheimtipp oder halt inzwischen schon nicht mehr Geheimtipp, auf jeden Fall so, dass die bald größere Bühnen spielen werden, und in dem Paket
super genial. Haben ihre Zeiten alle eingehalten, kein Diventum, kein Scheiß, authentische, geile Black Metal, Thrash Metal, Black Speed Metal Mischung, die alle irgendwie zusammen funktioniert haben, die aber nicht alles aus einem Sektor kommen. Auch aus, total, ne, aus Norwegen, aus England, ich glaube Toxic Holocaust kommen aus den USA. Einfach gut funktioniert. Und einfach in der Summe ein geiles Konzert. Wäre ich nicht so spät dran gewesen, hätte ich das auch noch mehr genossen wahrscheinlich. Dadurch war es ein bisschen wild. Aber tatsächlich einfach ein gelungener Abend. Und ja, das war auf jeden Fall meine Erfahrung. Die Setlist könnt ihr euch online irgendwo geben. Die muss ich jetzt nicht runterbeten. Das vorzulesen finde ich blöd. Also das sind dann eher meine Highlights, die ich sage. Und da war es ganz klar, die ganzen An Overdose of Death, Toxic Holocaust Sachen, Harry Potter kann ich noch keine Songs. Und bei Abbas waren es eher die, ja, tatsächlich die, ja, die Immortal Songs. Dafür war ich auch ein Stück weit da. Ich hatte auch auf Ice Songs, wie gesagt, gehofft, das hätte die Kirsche auf der Sahne sein können. Aber tatsächlich auch so Sachen wie Winterbane und so hat er gespielt und so, waren Sachen bei, wo ich dachte, fuck, du musst doch mal mehr in die Abbas-Sachen reinhören. So viel von mir auf jeden Fall zu diesem Live-Auftritt. Vielleicht habt ihr die auch auf Tour gesehen oder seht die noch. Zumindest habe ich dann keine großen Spoiler, was die Setlist angeht. Wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe jetzt rückblickend ein bisschen Setlist FM gescrollt. Der hat auch Sachen variiert. Manchmal gab es auch Beyond the North Waves, wenn Setlist FM nicht lügt, als Immortal Cover. Ich hatte Tyrants, vielleicht haben die es auch getwistet. Manchmal waren halt auch Eye dabei, manchmal war auch irgendwas von den Blizzard Beasts noch dabei oder so. So war es meiner Kenntnis nach bei uns. Und ja, die Frage an euch. Habt ihr die auch auf Tour gesehen? Oder auch, wie fandet ihr dieses Format? Wir machen das jetzt hier häufiger, dass ich über erlebte Live-Konzerte spreche. Mal mit mehr, mal mit weniger Bildern. Aber am Ende quatsche ich doch hier immer nur blöd rein. Insofern, lasst mal ein Feedback dazu da. Und wie gesagt, wenn ihr selbst da wart und so, lasst mal eure Erfahrungen da. Das würde mich sehr interessieren. Dann gehen wir da in den Austausch. So viel von mir zum Konzert von Abbas, Hell Ripper, Toxic Holocaust. Ja, im Dortmunder Junkyard. Vielleicht hat es euch gefallen, das Format. Lasst mal ein Like da. Ansonsten abonniert mich, würde ich mich sehr freuen. Und vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, ciao, ciao.